Ich möchte euch heute mal an die guten alten Radiojahre erinnern. Denkt doch mal an die 70er Jahre zurück, an die Zeiten, als man noch ins fremdsprachige Ausland gefahren ist. Ich bin damals zum Beispiel sehr oft mit meinen Eltern in Spanien gewesen und wir waren so um 76 rum zum Beispiel auf der Baleareninsel Formentera und man wollte damals deutsches Radio hören. Das ging wohl vielen so, die damals ins Ausland gefahren sind. Hat eben ins fremdsprachige Ausland, wie schon gesagt. Und man hat damals in der Regel dazu die Kurzwelle eingeschaltet. Was hat man damals gehört? Sicherlich zunächst mal die fröhlichen Wellen von Radio Luxemburg, aber halt die hatten nur eine sehr beschränkte Sendequalität und irgendwann mal war es dann halt eben so gewesen, gerade über Kurzwelle war es bei dem Empfang auf Deutsch gesagt sehr bescheiden. Wir haben damals auch sehr oft Radio Luxemburg gehört, aber halt eben, wenn dann der Sender quasi ja, sendemäßig abgestürzt ist, dann hat man halt eben den Drehknopf betätigt und dann hat man einen anderen Sender gehört und das war oftmals für viele das einzige Band zur Heimat. Dieser Sender hat weltweit gesendet und wenn ich jetzt und der Sender, das war halt eben oftmals bis um 23 Uhr, der Sender, ich glaube um 23 Uhr war dort Sendeschluss. Und ich spiele euch jetzt mal das Jingle vor, oder besser das Pausenzeichen, was auch dann in der Regel nach Sendeschluss zu hören war. Und dem einen oder anderen dürfte jetzt wohl ein Licht aufgehen. Deutsche Welle, deutsches Programm. Deutsche Welle, deutsches Programm. Na, wer erinnert sich noch? Ich denke mal, den einen oder anderen dürfte es wohl noch geben. Bis dann. Ciao.